Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel am 13. Januar 2019. Vor ich starte noch die Neuigkeiten. Ab nächsten Monat erscheint monatlich mein Newsletter und das könnt ihr jetzt schon abonnieren. Dieses Abo ist kostenlos und fühlt euch auch zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist, wo ihr das abonnieren könnt, newsletter@denderasusannamedici.com. Jeden Monat erscheint ein Monatsthema, was ich auch beschreibe und erkläre. Dann beschreibe ich auch die Monatstendenz, was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Und das Besondere daran ist, dass diejenigen, die mein Newsletter abonnieren, die bekommen immer irgendwelche Angebote, was andere nicht bekommen. Und jetzt zu diesen drei Fragezeichen. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Dritte Frage ist, wie vermittelt das? Die erste Frage war, was denkt er momentan? Und es zeigt hier dieses Bild. Er trifft gerade wichtige und auch schicksalhafte Entscheidungen. Das wäre die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, die Schicksalswegen kreuzen sie sich und er plant diese Begegnung. Die Schwerten haben aber auch eine Bedeutung, trennen von etwas. Oft handelt sich das um Angst, Angst loslassen. Aber wichtig ist zum Verstehen, dass ihn beschäftigt momentan sein Leben, sein Schicksal und trifft wichtige und schicksalhafte Entscheidungen und trennt von etwas. Jetzt schauen wir seine Gefühle an und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Ah ja, er setzt alles in die Waagschale und wiegt ab, soll ich nicht. Kann auch bedeuten, dass er ausgleicht etwas oder vergleicht etwas. Aber hier ist die Justiz und das ist ein Gericht. Falls er verheiratet ist, würde das bedeuten, dass er die Scheidung einreicht. Wie vermittelt er das? Das zeigt hier diese Karte. Bei ihm kommen die Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie, Feinfühligkeit. Das wird er auch vermitteln. Und dieses Schiff hat zwei Bedeutungen. Entweder eine Reise, das kann auch eine geschäftliche Reise oder ein gemeinsamer Urlaub. Dieses Schiff symbolisiert aber noch etwas, seine Träume und seine Hoffnungen. Und das ist auch wichtig für ihn, auf seinen Gefühlen achten, was sind seine Wünsche, seine Träume, seine Sehnsüchte, weil das wird er vermitteln. Und er geht aber auf euren Wünsche auch ein. Hier die vierte Karte zeigt noch etwas, eine zusätzliche Tagesbotschaft. Und das heißt ein Wechsel. Jetzt kommt ein Wechsel. Alles bewegt sich in eine andere Richtung. Und das war mein drei Fragezeichen Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen.
und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.